Zum Profifußball gehört nicht nur intensives Training. Das weiß die erste Mannschaft des FC Energie Cottbus nur zu gut. Im Stadion der Freundschaft treffen sich die Spieler für Gruppen- und Porträtfotos. Alle sind anwesend. Für Klaus-Dieter Wollitz könnte es aber noch einer mehr sein. Es ist ja klar, bekannt, dass wir gerne noch im Sturm was machen würden unter der Voraussetzung, das passt. Der passende Spieler, es passt zu der Mannschaft, passt zu der Region, passt zu diesem Werdegang, den der Verein eingeschlagen hat. Wir haben nach wie vor die Augen auf, kriegen wir viele Spieler angeboten, aber bisher war nicht der Spieler dabei. Bis Ende August ist es möglich, Spieler zu verpflichten. Doch der FCE ist noch nicht fündig geworden. So eine Entscheidung wird nämlich im Team abgestimmt. Bis dahin werden die Fotos mit den bekannten Gesichtern gemacht.